Hallo, mein Name ist Patricia. Ich bin seit 2019 hier im BFS. Ich kam direkt von der Uni als Doktorandin. Ich habe medizinische Physik studiert und bin hier quasi im Feld des medizinischen Strahlenschutzes angekommen. Genauer gesagt arbeite ich im Fachgebiet der externen Dosimetrie. Mittlerweile nach Abschluss meiner Doktorarbeit bin ich hier als Referentin angestellt und beschäftige mich mit der Beurteilung von neuen Bildgebungstechnologien, das heißt insbesondere von Röntgentechniken und CT-Techniken, zum Beispiel dem Photon Counting CT. Ja, Teil meiner Arbeit ist es, also Studien zu sichten und diese zu bewerten, aber auch eigene Untersuchungen dieser Technologien durchzuführen, insbesondere natürlich hinsichtlich der Dosisbelastung für den Patienten, aber auch der Bildqualität im Vergleich zu den etablierten Methoden. Dafür arbeite ich viel mit Kliniken zusammen, die diese neuen Technologien bereits im Patientenbetrieb anwenden. Insbesondere bei dem Photon Counting CT ist das der Fall. Und hier führen wir Messungen mit anthropomorphen Phantomen durch. Das sind Modelle für den Patienten, die sowohl die äußere Anatomie nachbilden, aber auch die Organe im Inneren dieses Patienten. Ja, an diesen Phantomen können wir kleine Dosimeter einsetzen, die wir verwenden, um zum Beispiel die effektiven Dosen, das heißt die Strahlenbelastung, die letztendliche Strahlenbelastung für den Patienten zu ermitteln. Diese effektive Dosis ist natürlich sehr individuell hinsichtlich der Körpergröße des Geschlechtes. Deshalb haben wir neben erwachsenen Phantomen auch Kinder in verschiedenen Altersklassen. Und es gibt auch die Möglichkeit, mithilfe von 3D-Drucktechniken diese Phantome weiter anzupassen. Deshalb ist in meiner Doktorarbeit zum Beispiel das Phantom einer Schwangeren entstanden, mit dem wir dann eben Messungen durchführen können. Neben Messungen führe ich auch Simulationen am PC durch. Das kann man an virtuellen Körpermodellen machen, also auch virtuellen Phantomen eben. Und ja, das dient einfach der Validierung oder Planung der Messung und ist einfach auch ein geeignetes Arbeitsmittel, um eben solche Untersuchungen zu machen.